Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2005. Wir machen weiter mit der Herausforderungsserie. Wir haben 61% Fortschritt in eben dieser. Und wir versuchen jetzt das Mautstellenzeitfahren der 43. Herausforderung noch einmal. Einer der unteren, nicht gesetzten Blacklist-Fahrer hat eine Zeit von 4 Minuten 30 aufgestellt und macht eine Riesenwelle deswegen. Zeig's denen und unterbiete die Zeit mit einem Minivan und einer Nitroflasche. So sieht's aus, Leute. Wir haben die Herausforderung in der letzten Folge bereits versucht. Allerdings nicht geschafft. Es war ziemlich knapp. Und zwar müssten wir, glaube ich, durch den Park abkürzen. Vielleicht sollten wir auch mal... Ja, ich wollte... Nein, das war der falsche Knopf. Sorry, dass ich den gedrückt habe. Ich wollte natürlich nicht den Speedbreaker einsetzen. So, also am Ende sollten wir, glaube ich, durch den Park abkürzen. Da bin ich letztes Mal auf der richtigen Straße gefahren. Weil ich dachte, dass das vielleicht schneller ist. Ja, weil man da ja besser fahren kann als im Park. Aber ich glaube, man muss tatsächlich durch den Park abkürzen, sonst schaffen wir es nicht. Deswegen werden wir das diesmal auch versuchen. Vielleicht noch ein paar weniger Crashes hinlegen. Und dann sollten wir das ja auch schaffen. Natürlich schon wirklich... Inzwischen ist es wirklich herausfordernd geworden. Muss ich so sagen. Aber wirklich so ein angenehmer Schwierigkeitsgrad. Noch nicht zu schwer, aber auch jetzt nicht mehr so mega leicht. Das ist wirklich sehr angenehm. Und wir versuchen es hier erneut. Am besten hier gleich nochmal Speedbreaker einsetzen. Nitro haben wir wahrscheinlich auch schon wieder voll, ne? Ja. Können wir direkt wieder alles reinhauen hier. Damit wir auch wunderbar schnell vorankommen. Fahren wir hier durch die Innenstadt. Mein Lieblingsgebiet in diesem Spiel. Ich möchte wirklich sagen, dass ich heute irgendwie eine noch bessere Laune habe als letztes Mal und bei den meisten letzten Aufnahmesessions. Ich weiß nicht genau wieso. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, aber vielleicht kann ich mich auch einfach besser konzentrieren jetzt, weil mein PC jetzt nicht mehr in meinem Raum steht hier, in dem ich aufnehme, sondern in einem anderen Raum, weil der war vorher eben immer hier und ziemlich laut. Also der Lüfter war sehr laut und vielleicht hat das dafür gesorgt, dass ich mich hier nicht so gut konzentrieren konnte und dementsprechend auch nicht so viel kommentieren konnte oder so. Wer weiß das so genau? Auf jeden Fall ist er jetzt nicht mehr hier und ja, jetzt höre ich wirklich gar nichts mehr, abgesehen von dem Spiel. Keine lauten Lüftergeräusche mehr. Kein gar nichts mehr. Dafür musste ich aber ziemlich, also ein langes USB-Kabel und ein langes DisplayPort-Kabel kaufen, damit das hier natürlich funktioniert. USB für Xbox-Controller, Tastatur und Maus und DisplayPort natürlich für den Bildschirm und den Ton auch. Sound kann man ja zum Glück auch über DisplayPort übertragen, das ist ganz praktisch. Denn da muss ich nicht noch ein weiteres 10 Meter Kabel kaufen. So, wir konzentrieren uns jetzt aber lieber wieder hier auf die Herausforderung. Auch wenn wir sie bereits schon mal versucht haben. Sogar schon mehrmals. Ja. 5,05 Sekunden. Diese Stelle ist wirklich fies an der Stelle. Da sieht man wirklich schlecht, ob da einer kommt. Da bin ich letztes Mal auch schon gegengefahren. Gegen jemanden, der da einfach mal den Berg hochgefahren ist. So, die Polizei ist auch da. Nitro können wir auch schon mal wieder einsetzen, würde ich vorschlagen. Und du biegst doch jetzt nicht hier einfach vor mir ab. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Okay. Diesmal sollten wir also durch den Park abkürzen. Habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. Und jegliche Kollision mit anderen unschuldigen Verkehrsteilnehmern auf jeden Fall vermeiden. So, da haben wir noch einen Minivan-Kollegen. Du bist mein Zwillingsbruder. Ich bin gerade an meinem Zwillingsbruder vorbeigefahren. So, jetzt sind wir hier an der Stelle, die
Ich meinte, hier sollten wir am besten durch den Park abkürzen. Allerdings weiß ich wirklich nicht, welcher Weg hier der beste ist. Ich gucke einfach mal ein bisschen auf die Karte und schätze so ein, was da vielleicht der beste Weg sein könnte. Fahren mal noch hier lang so ein bisschen. Ja, und dann am besten da links. Das passt, glaube ich. Also jetzt hier links entlang. Ach, wir sollen hier, müssen hier sogar auf der Seite bleiben, okay. Da ist sogar ein Versteck. Ja, und jetzt haben wir leider das Problem, dass hier was vor mir liegt, aber ich glaube, das war jetzt nicht so schlimm. Ja, die Zeit reicht aber dennoch nicht. Sie ist sogar deutlich schlechter noch als beim letzten Mal. Okay, das verwirrt mich jetzt tatsächlich. Was hat das zu bedeuten, Leute? Ich bin mich ganz sicher. Also sollen wir doch nicht durch den Park fahren? Oder woran liegt das jetzt? Komm schon, Nitro. Ich wollte eigentlich wieder einen perfekten Start machen, aber das ist schwerer, als man denkt. Okay, Leute, wir versuchen es einfach nochmal. Sollen wir vielleicht nicht durch den Park fahren, sondern wirklich auf der richtigen Straße? Oder hatte das damit jetzt gar nichts zu tun? Weil jetzt war es ja wirklich deutlich schlechter als im letzten Versuch, in der letzten Folge. Und das irritiert mich jetzt doch schon einigermaßen. Ich bin mir echt nicht sicher. So, wir geben hier nochmal Nitro. Knallen bitte nicht dagegen. Und ja, die Polizei muss sich auch erstmal wieder melden und mir schön dazwischen reden, ne? Genau, so gehört sich das. Ja, ja. So muss das sein. Gut, dann würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir diesmal wieder nicht durch den Park fahren, sondern außenrum. Ich hoffe mal, dass das auch tatsächlich jetzt überhaupt der Grund war, weswegen wir da schneller waren beim vorletzten Versuch. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich auch irgendwelche Fehler gemacht und nicht genau darauf geachtet, weil ich ja erzählt habe hier von meinem PC. Das kann auch sein. Wir müssen es einfach mal nochmal versuchen und gucken, was draus wird. Aber diesmal fahre ich auf jeden Fall nicht mehr durch den Park. Weil es schien mir so, als würde das wirklich dafür sorgen, dass wir hier deutlich Zeit verlieren. Das wollen wir natürlich nicht. So. Nach wie vor jegliche Kollision hier vermeiden mit den anderen Leuten. Dann sollte das laufen. So, hier sollen wir mal rechts abbiegen. Das machen wir doch gerne. Und gucken, wie es jetzt auch mit der Zeit aussieht, die wir hier bekommen werden. So, Nitro auch mal wieder. Wäre auch ganz schlau. So, ja, da kam ganz kurz nur das Beeil dich Signal. Dann war es auch schon wieder verschwunden. So, hier einmal um die Kurve. Bitte ohne Fehler diesmal. Ja, so gefällt mir das ganz gut. Noch einmal Nitro geben. Nachdem der Speedbreaker beendet wurde. Und da ist auch schon die Polizei. Diesmal sieht es hier echt schon mal deutlich besser aus. Wieder nur ganz kurz das Beeil dich Zeichen. So, dann müssen wir hier lang. Das wissen wir ja. Was? Drive-in? Ich habe dich nicht genau verstanden gerade. Oh Gott, das war schon wieder sehr risikobehaftet, was ich da gemacht habe. Einfach auf die Gegenspur, ohne zu sehen, ob da wer kommt. Ist schon gefährlich. Aber bis jetzt sind wir den großen Kollisionen wirklich hier entgangen, bisher. Deswegen könnte man meinen, dass es ein ziemlich guter Versuch ist, dieses Mal. Ja, die Polizei wird hier nämlich auch kein Stückchen daran hindern, hier ohne Kollision das Ganze zu beenden. Nochmal volles Nitro geben. Und diesmal nicht durch den Park, sondern die richtige Straße fahren. So, diesmal fahren wir hier lang. Und hoffen, dass das wirklich was bringt. Ich hoffe es wirklich.
ganz inbrünstig. Und das ist keine dummen Fehler hier passieren, die wir den Sieg versauen. Nochmal Nitro. Ich gebe wirklich Vollgas. 30 Sekunden haben wir noch übrig. Das sieht aber deutlich besser aus. Muss ich einfach mal so sagen. Oder? Naja, wir müssen gucken, aber... Doch, doch. Diesmal sieht es wirklich gut aus. 17 Sekunden noch. Ja, locker. Leute, locker. Da sieht man mal, was das ausmacht. Ja. Da kommt beeil dich, aber wir haben noch 7,48 Sekunden übrig und haben es geschafft. 4:22:51. Wunderbar, so gefällt mir das. Und wir machen gleich weiter mit der nächsten Herausforderung. Wir wollen natürlich keine Zeit verschwenden. Ich bin gespannt, mit welchem Wagen wir jetzt fahren werden. Wir sollen jetzt umfahren in einem Streifenwagen. 6 Nagelbänder. Und dann kommen wir der Polizei, um die Herausforderung abzuschließen. Wir fahren jetzt echt mit einem Polizeiwagen. Das kenne ich bisher nur aus Need for Speed Rivals. Need for Speed Rivals ist für mich aber natürlich noch blind. Also ich weiß nur, dass man da sich zwischen Cop und Raser entscheiden kann. Und ist das Licht sogar an? Nein, schade. Wir fahren tatsächlich mit einem Polizeiwagen, liebe Leute. Mit einem Streifenwagen. Wie geil ist das denn bitte? Wäre es nur cool, wenn die... wenn die Beleuchtung noch an wäre, also das Blaulicht. Hey, ich bin doch ein Kollegen von euch. Wo ist der Raser? Wo ist er? Wir müssen ihn gemeinsam schnappen. Okay, wie sieht der Wagen von vorne aus? Okay, da kann ich jetzt nicht so genau drauf achten, da ich hier mich ein bisschen auf die Strecke konzentrieren muss. Aber der fährt schon echt schnell, ne? Also langsam ist das Teil in jedem Fall nicht. So, diesmal können wir uns ja auch wieder ein bisschen mehr entspannen als in der letzten Herausforderung, denn wir müssen ja eh nur warten, bis irgendwann mal Straßensperren auftauchen. Oh, da ist eine, aber die ist leider etwas schwieriger zu durchfahren, als man ja im ersten Moment denken könnte. Ja, und ich bin sofort erwischt. Ich wollte jetzt versuchen, zurückzusetzen, um eventuell der Polizei zu entgehen, aber leider wird man dann ja sofort erwischt. Das ist klar, aber ein Versuch war es wert. Wir starten das Ganze neu. Da konnte ich leider wirklich nicht rechtzeitig reagieren. Tut mir leid, liebe Leute, aber manchmal ist das einfach so. Durch die Bushaltestelle fahren wir durch. Auch Nitro hat natürlich unser Polizeiwagen. Das ist ganz klar. Polizei hat kein Nitro. Hui. Bam. Und ich habe einen Kollegen geschrottet. Und wir springen in Zeitlupe hier rüber. Coole Sache. Alter, was machst du da? Hilfe. Okay. Wir halten weiter Ausschau nach Straßensperren. Bis jetzt ist noch nichts zu sehen. Wir müssen abwarten. Ist davon was? Nee. Das waren nur Büsche. Okay, wir fahren einfach mal weiter hier auf der Hauptstraße. Gucken wir uns hier um. Was ich auch ein bisschen unlogisch finde an den Need for Speed Welten ist, dass es meistens keine so kleinen Nebenstraßen gibt. Ne? Es gibt eigentlich nur Hauptstraßen. Das wäre in echt niemals so. Gäbe dann immer so kleine Nebenstraßen eigentlich. Bei denen man, ja, wo die Leute wohnen. Beispielsweise. So, kommt der hier gut durch eigentlich oder wie sieht's aus? Ja gut, da kann ich jetzt auch nicht viel machen. Boah, da wäre ich fast erwischt worden, aber ich konnte der ganzen Sache nochmal entgehen. Aber auch nur kurz. So. Wir schaffen es hier tatsächlich noch weg irgendwie. Komm, ich gebe wirklich voll. Das ist Nagelband. Ich dachte, das verschwindet sofort. Ja gut, jetzt können wir aufgeben, Leute. Das ist, nee. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt noch großartig was erreichen können. Das habe ich echt nicht gesehen, dass das Nagelband da noch ist. Oh man, wir haben gerade mal... Wir versagen hier schon nach der ersten Nagelbandstraßensperre. Also das ist doch wirklich mal echt schwierig hier. Die Herausforderung, also... Ja. Es wird wirklich schwer inzwischen. So, ich bin hier schon mal auf diesen Schienen gefahren, was aber nicht so schlau war.
Aber auch nur, weil ich dagegen gefahren bin dann. Wenn wir hier so lang fahren, dann passt das eigentlich. Aber wirklich was bringen tut's nicht, denn wir brauchen natürlich die Straßensperren. Und da werden sicherlich keine Straßensperren auftauchen, wo ich da gerade lang gefahren bin. Deswegen müssen wir einfach mal weiter Ausschau halten. Ich finde auch die drei Antennen ziemlich cool, die hier an dem Auto dran sind. Bin ich eigentlich jetzt auch als Police Officer verkleidet? Oder wie sieht es aus? Hilfe! Ach du Scheiße. Gut, da kann ich mal wieder nichts machen. Leute, da, also teilweise kann ich da nicht viel tun. Ja. Also, da muss ich dann wirklich einfach aufgeben. Mehr kann man leider auch nicht machen. Ich habe ganz schön in die Luft geflogen gerade eben. Ja. Au. Da wollte ich jetzt natürlich nicht gegenfahren. Wir geben hier wieder fleißig Nitro. Dann sollten die Leute uns eigentlich nicht erwischen. Ja, egal. Fahren wir mal hier weiter. Tja. Wir müssen wieder Ausschau halten nach den Nagelwändern mit Straßensperre. Und hoffen, dass sie hier bald auftauchen werden. Viel mehr kann ich hier leider echt nicht tun. Es tut mir in der Seele weh. Aber ich kann nicht mehr tun, als einfach nur rumzufahren und zu hoffen, dass die Polizei hier was macht. Bin zwar eigentlich anscheinend gerade selber von der Polizei, aber trotzdem kann ich selber Straßensperren anfordern. Offenbar. Zumindest wüsste ich nicht, wie ich das tun soll. Irgendeine besondere Tastenkombination oder so, ich weiß es nicht. Kenne ich mich wirklich nicht aus. Da sind wir hinaus. Oh, und wenn man bremst, dann sind wir verwirrt, weil... Ja, wieso, weiß ich auch nicht, aber da kann man leicht vorbeifahren. Und der Hubschrauber hier muss wirklich aufpassen, dass er da nicht irgendwie in das Haus reinfliegt. Das ist teilweise schon echt knapp. Wie er hier vor den Häusern herumfliegt. Immer noch keine Straßensperre. Dann wird es aber mal Zeit hier, ne? Vielleicht taucht da hinten mal wieder einer auf, da ist ja manchmal eine. Aber bis jetzt... 14. Könnt ihr mir einen Situationsbericht geben? Sieht schlecht aus hier. 0 von 6, ja. Wir kommen nicht voran, leider. Kommen leider nicht voran. Können ja mal hier einen Verkehrsstopper aktivieren mit dem Polizeiwagen. Bam! Das macht die Polizei ja manchmal auch von selber einfach auch Spaß. Verkehrsstopper aktivieren. Oh, da ist einer. Gut, das habe ich gerade noch so gesehen. Zum Glück konnte ich da drum herum fahren. Noch im letzten Moment. Da ist noch eine, ich sehe es schon. Okay. Okay. Das war eine richtig blöde Sache. Ich dachte eigentlich, ich könnte da an der Seite vorbeifahren und dann ging das nicht. Und dann dachte ich, wenn ich einfach nur Gas gebe, dann komme ich da trotzdem noch vorbei. Aber nein. Tja, das ist mal wieder... ja, toller Fail gewesen hier. Ach Mensch. Es ist schade. Okay. Können wir hoffen, dass es diesmal besser läuft. Meine Polizeikollegen, ihr werdet mich da auch ein bisschen unterstützen, oder? Indem ihr mir schön viele Straßensperren aufbaut. Die vielleicht nicht ganz so schwer zu umfahren sind. Das wäre ganz nett. Da fliegen sie, fallen sie vom Himmel, die verschiedenen Polizeiwagen. Ja, und ich gucke mir das ganze Spektakel nur an. In meinem eigenen Polizeiwagen hier. Ja, den habe ich mir gekauft. Habe ich mir geliehen von der Polizei. Okay, das ist jetzt aber wirklich fies gewesen. Das war wirklich ein Pro-Move jetzt einfach mal. Von der Polizei, den die hier hingelegt hat. Und ich komme einfach nicht vorwärts. Ich komme nicht vorwärts, Leute. Was soll ich an der Stelle noch machen? Ich weiß es wirklich nicht. Kann man dann eigentlich nur noch aufgeben. Das ist ärgerlich, aber... Mehr kann ich da nicht tun. So, wir gucken mal wieder... Ob wir denn irgendwann mal
Straßensperren auftauchen mögen. Oder nicht. Wir müssen wieder Ausschau halten. Viel mehr kann ich hier leider nicht tun. Ich sagte es bereits. Dann kommt es echt immer wieder zu so blöden... Immer wieder werde ich hier geschnappt. So bin ich langsam nicht mehr feierlich. Naja. Ich kann nur mein Bestes geben. Wirklich versuchen, was ich kann. Wenn es nicht reicht, dann kann ich da leider nicht viel mehr tun. Pizzawagen, mit dem sind wir bereits gefahren. Hier in der Herausforderungsserie. Ey. Kann man nicht irgendwie mit. Nee. Ich hätte gedacht, also mit Control Stick könnte ich die Lichter anmachen, aber leider nicht. Die Beleuchtung. Na gut, muss auch nicht sein. Wir müssen vor allem wachsam sein, dass hier nicht irgendwie plötzlich eine Straßensperre auftaucht und dann ich erstmal direkt ins Nagelband fahre. Die Nagelbänder waren sinnlos. Der Kerl ist einfach was? Vorbeigefahren. Hab's nicht mal bemerkt, um ehrlich zu sein. Aber gut, sehe ich vollkommen ein. Also ich bin vollkommen einverstanden damit. Ja. Schön pixelige Texturen. Ja, die muss man ganz nah vor der Kamera zeigen. So, hier haben wir. Okay. Noch eine. Ich fahre mal hier so rum. Haben wir jetzt nämlich schon die zweite absolviert. Fehlen nur noch vier. Danach müssen wir dann noch entkommen, so dass direkt noch eine. Oh Gott, okay. Da war zum Glück genug Platz auf der linken Seite, damit ich da noch drumherum fahren konnte. Das war ganz gut. Die Hälfte haben wir schon. So langsam wäre es ärgerlich, wenn wir das jetzt hier noch verkacken würden. Deswegen bin ich mir sicher, dass wir es diesmal schaffen werden. Leute, da ist wieder eine, ich habe sie schon gesehen. Okay, da können wir wieder einfach drumherum fahren. 4 von 6, jetzt geht es gerade echt richtig fix. 2 fehlen nur noch. So, ich mag das nicht so, wenn du vor mir fährst. Magst du nicht irgendwo anders langfahren? Nicht genau vor mir, das finde ich nicht so cool. Gut, dann hoffen wir mal, dass die nächsten Straßensperren hier auch bald folgen werden. Da war noch eine. Ist die hinter mir gespawnt oder bin ich da schon durchgefahren? Da ist noch eine Straßensperre hinter mir, glaube ich, gespawnt. Ja, da kann ich doch auch nichts machen, weil umdrehen mit dem Wagen hier empfinde ich als relativ riskant. Okay, noch eine. War aber leider kein Nagelband. Schade. Ich konnte zum Glück noch außen rumfahren. Das habe ich auch gerade noch so managen können. Tja. Wir müssen wirklich hoffen, dass wir hier jetzt nicht noch irgendwie erwischt werden. Rhinos. Ja, okay. Da sind wir einigermaßen in Ordnung ausgewichen, bin ich der Meinung. Einfach bremsen und dann schubsen wir die schon in die richtige Richtung. Okay. Ja, wunderbar. So, nur doll genug bremsen, dann fahren sie einfach geradeaus weiter. Ihr habt es gesehen, Leute. Das ist wirklich eine ganz coole Sache, dass man das so machen kann. So. Nur noch eine Einheit in uns, da ist eine neue Straßensperre. Ist denn da auch eine Nagelbank drin oder nicht? Wir müssen es gleich mal sehen. Hoffentlich fahre ich da jetzt nicht. Okay. Oh Gott. Okay, wir fahren hier in der Mitte durch. Wir haben es geschafft. Wir haben es schon geschafft. Okay. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich bin vollkommen einverstanden. Dann fahren wir mal, ja. Ich würde sagen, hier durch den Verkehrsstopper. So, das sollte schon mal den ein oder anderen, ja, die einzige Einheit, die dort ist, ausgeschaltet haben. Und ich glaube, hier ist auch ein Versteck. Ja. Da können wir direkt reinfahren. Okay, nein. Mist. Sehen die mich, wenn ich jetzt hier... Das ist mir... was, wo? Wie, was, wo? Wo, wie, was? Da. Mist. Wäre auch zu schön gewesen, wenn wir jetzt direkt hier entkommen wären. Halt, ich entkomme schon. Wagen streikt. Das ist natürlich Pech für dich. Okay, wir sind schon wieder in der Flucht. Okay, wir sind fast in der Flucht. Ich glaube... Ja, hier ist ein Versteck, da können wir direkt rein. Zack. Und wir sind versteckt. Sehr schön. Ach nö.
Okay, ich sag nichts, ich bin hier entkommen. Was war das denn? Der war eigentlich da, aber ich war ja versteckt. Von dem her kann der mich ja nicht sehen, ne? Von dem her alles super, ich will mich nicht beschweren. So, wir sind jetzt schon bei 25 Minuten. Und wir haben es aber trotzdem noch geschafft. Sehr schön. Wir sind jetzt bei 64% Herausforderungsserienfortschritt. Wir speichern mal ganz kurz hier, damit das auch wirklich, wirklich, wirklich gespeichert ist. Ich will das hier nicht verlieren, was wir hier geschafft haben. So. Haben wir es 100%ig gesichert. Und dann in der nächsten Folge geht es dann weiter mit den nächsten Mautstellenzeitfahren. Wahrscheinlich auch wieder mit einem neuen Wagen. Der jährliche Verfolgungswettbewerb steht an und du musst an diesem Zeitfahren auf abgesperrter Strecke teilnehmen. Die Polizei von Bayview hält den Rekord mit 3 Minuten 35. Du repräsentierst Rockport, also zeig, was du kannst. Okay. Das heißt, wir fahren wieder mit dem Polizeiwagen, würde ich jetzt mal so vermuten. Ich denke mal. Okay. Wir müssen jetzt auch tatsächlich... Ah, okay. Nee. Ja gut, dann machen wir damit in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir werden nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge und tschüss.